Hallöchen zur nächsten Folge. Wir sind auf dem Weg in dieses Wüste, Steppe, was weiß ich für ein Gebiet, um zu versuchen, dort einen Wolf zu zähmen. Mit der Elektro-Dingsbums da. Und ja, auf dem Weg dorthin lassen wir uns aber nicht lumpen und nehmen alles mit, was wir an Drops oder mit einem Kanu was fallen lässt, weil ich gehe mal stark davon aus, dass wir Kanus kriegen werden. Ah, drei fällt mir ein, das sind garantiert auch Trutons und Mikroraptoren. Ich sollte irgendwie gucken, dass ich... hier was habe, falls da einer... Meint, der müsste doof machen. Walz und Rosa ist gut und schön, aber solange ich Stimmbeere hinterher fressen kann, ist das ja. Habe ich vielleicht die Chance zu überleben. Es reicht ja, wenn ich einen Wegschnitzler kann und dann schlafen gehe. Wenn es nur einer ist. Das Problem habe ich dann eben im Wolf im Endeffekt nicht mehr. Weil. Kollege kommt, schmeißt mich runter, Wolf geht hin, tötet. Aber ich habe jetzt, glaube ich, schon oft und lang genug über die Vorteile eines Wolfes gegenüber eines Moshops gesprochen. Das seht ihr wahrscheinlich genauso. Der Plan ändert sich natürlich in dem Moment, wo ich einen Flugtiersattel, ja, oder Bauplan oder wie auch immer kriege. Ab dem Moment ist oberste Priorität Flugtierzähmen. Ja, ein Bauplan für Bola ist nicht schlecht. Bin ich ganz, ja. Stark der Meinung. Weil so ein Pteranodon hat diese verdammte Angewohnheit, er fliegt weg. Oh, ein Pelagonis hat die Angewohnheit wegzufliegen. Das macht ja alles nur, um mich zu ärgern. Ist da irgendwas los? Ich muss allerdings auch mal ganz ehrlich gestehen, ich war stellenweise wirklich drauf und dran zu sagen, ne, ich tue mir das hier nicht weiter an. Ich habe jetzt genug gelitten. Aber mittlerweile freue ich mich auf die nächste Session und auch das, die Videos zu schneiden und das alles, weil es ist nicht mehr dieses irgendwo hinrennen, tot, hinrennen, tot, was zähm, hinrennen, tot. Ich habe zwar im Prinzip immer noch gar nichts. Gut, ich könnte tatsächlich jetzt Schränke da hinten reinstellen, weil man die jetzt doch irgendwie, also ich weiß nur, ich habe früher auf die Eilen sowas immer erst ein Fundament irgendwo hinbauen müssen und konnte dann erst einen Schrank hinstellen. Bei Kisten bin ich mir jetzt nicht sicher, aber bei Schränke bin ich mir hundertprozentig sicher. Und jetzt kann ich einfach einen Schrank da hinstellen. Mhm. Hätte ich Schrank hier gar nicht zählen müssen. Was natürlich auch blöd ist. Oh, meine Leute. Wenn ich jetzt dann sage, ey, auf, ich gehe die hier war ich doch schon mal. Ah ja, da mit der Brücke, klar waren wir hier schon mal. Ich gehe die lass mich zu leicht ablenken. Ich habe schon wieder den Faden verloren. Und er läuft. Das Schöne ist, wenn wir einen Wolf kriegen und irgendwelche Experimente starten und die gehen in die Hose, habe ich einen Moshops, der die Sache dann regeln kann.
Ah ja, was ich sagen wollte, wenn wir dann jetzt wirklich sagen, ey, komm, wir holen uns da hinten die Höhle, ja, was bringt's uns? Nix. Weil da ist ja scheiße dunkel drin. War sie schon immer so hügelig? Und weiter am Text. Oh, hier wird's frostig. Der kleine Lauch hält das aus. Ich bin überrascht, dass hier so gar nichts los ist. Logischer da hoch oder weiter? Hoch. Das ist vielleicht logischer, aber es geht nicht. Okay, dann doch weiter drunter. Moschops der Flummi. Wir betreten schon wieder unbekanntes Gebiet. Das ohne Angst, ohne Sorge. Weil wir keinen so blöden Fehler mehr machen. Und weil ansonsten der Moschops eigentlich quasi technisch gesehen unkaputtbar ist. Würde ich mal so sagen. Da oben hängt was rum. Allerdings muss ich auch sagen, es ist Dampfbiegel. Was machen die denn hier? Es ist erschreckend wenig los. Ja doch. Mit dem Pferd war ich doch die ganze Zeit irgendwie auf der Flucht. Ach gut, ist klar. Die haben gesehen, da kommt ein Moschops. Also fluchtartig abgehauen. Gut, würde ich auch mal, wenn ich Moschops kommen sehen würde. Hallo Mantis. Ja, Quatsch, kein Blech. Gut, mit der Mantis hätte ich jetzt hier oben eigentlich so wenig. Ja, gut. Oh. Ist wahrscheinlich auch wieder Wild One Forest. Na klasse. Männer, das war vielleicht eine blöde Idee. Vielleicht sollte man in die Richtung abbiegen. Wild One Forest habe ich noch nie gehört. Also Moschops, zwei Optionen. Entweder du schaffst es hier hoch oder mit Sklave einfach gnadenlos durch deine Eier. Ah ja, hat's verstanden. Ich habe da glaube ich gerade was gesehen. Nur ganz kurz. Schlangen. Oh, dann kommen wir her. Grad, es liegt Schnee, das ist ein bisschen unrealistisch. Schon wieder in die geile Scheiße.
komm doch her. Weiber. Ich gehe zwar davon aus, dass ich sie besiegen kann. Aber ich habe eigentlich keinen Bock, auszuprobieren. Oh, noch ein Metallspitzhack. Es läuft. Ja, ja, erzählt doch kein Märchen. Jo. Ein Newtie. Prinzipiell nicht so schlimm. Du willst ja warten, ja. 1200, da haben wir schon schlimmere Sachen zerlegt. Und dieser Schrei von dem Vieh, wenn mein Moschubs dann anfängt dort durchzudrehen. Also ich gehe mal davon aus, da er bei allem immer panisch wegrennt, wird er auch bei einem Duty panisch wegrennen. Ich kenne eigentlich nicht viele Viecher, die das nicht machen. Auch meine Dinos, übertrieben, überlegen in allem, aber nein, Duty schreit, die gehen Stifte. Schön hier. Ich habe manchmal das Gefühl, der Map-Ersteller hat da so ein kleines bisschen wie heißt es, bei Island kopiert. Zeit noch auf die Karte zu gucken. Auf jeden Fall unbekanntes Gebiet. Aquiz. Hätte ich auch Bock drauf. Beste mit Plattformsattel. Ach ja, was kann ich nicht bauen? Richtig. Die Frage ist, werden eigentlich Quetzel von Weiwans angegriffen? Werden die eigentlich generell angegriffen? Das habe ich glaube ich noch nie gesehen. Oh je, wo bin ich denn? Moschops, ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Ich habe was flattern gesehen. So flattern. Ja, so flatterhaft ist, ich bleibe an dem Berg da hängen. Viel Vegetation für so einen Berg. Abgerutscht. Und das packe mehr. Mammuts. Ich hatte mal einen Mammutsattel. Wobei die Frage ist. Die Planer sind die ja eigentlich auch nicht. Normalerweise mache die mir aber nichts, wenn ich hier jetzt vorbeireite. Ein Woolly Reno. Ein wolliges Nashorn. Manfred, wie geht's? Er wird jetzt wahrscheinlich auch gestern, ja, Alter, noch nie gehört, habe ich noch nie gehört.
jeden Fall wieder einiges von der Map gesehen. Hey Jungs. Sind ganz friedlich normalerweise. Ich kenne auch nur einen Grund, sie zu töten, und das ist, wenn du eine Mantis klauen willst. Zähmen willst. Die fressen das nämlich ganz gerne. Also das Horn. Was machen. So, und weiter geht's. Schon wieder Skorpione, die sind echt überall. Mantis? Volcano Plains, ganz schlecht. Ja, so ein bisschen was Vulkanisches hat's ja schon. Was war das für Schrei? Ich weiß auch, wo ich Obsidian herfinde. Jetzt 4, yes baby. Wo muss man hin? Alles klärchen. Dann mal weiter am Text. Sackgasse oder was? War das so deutlich, oder? Ja, eigentlich sogar noch mehr in die Richtung. Er schaut in die Ferne. Jetzt hat er genug geschaut. Klar, und da liegt Schnee und ich schwitze. Die Frage ist, die Wölfe waren relativ am Anfang hinter dem, dort wo der Erlöser versterbt ist, wenn ich das richtig gucke. Also quasi dort, wo ich jetzt drauf zulaufe, ist es logischer, mit den Viechern dann durch den Wald, also falls ich einen Wolf kriege, durch den Wald zurück zum Strand zu rennen. Oder zum Leuchtturm. Ja, das sind schwierige Fragen. Ich
Wäre nicht böse, wenn ich die umgehen könnte. Ja, so ein paar Spinnen, die machen ja nichts. Schlange auch nicht. Synchronsterbing. Könnte schon wieder herkommen, bevor er also Pleura mich gefunden hat. Du hast da echt Zeit gelassen, Kollege. Wo stehen wir dann eigentlich? Wo schon? Ja, genau. Habe ich mir gedacht. Dann haben wir da gut Fleisch. Noch eine Spitzhacke, ich finde es so geil. Schwefel. Kann man denn doch irgendwie da oben rumgehen? Sieht so aus. Nennen wir es einfach Risikominimierung. Yep. Hab noch nie so viel Risiko minimiert. Alles nichts, oder? Wir müssen da durch. Kamikaze Zero. Ayo. Die macht an mir gar nicht so viel Schaden, muss ich mal gerade feststellen. Du hast natürlich Taschen alles. Ja, komm, Stängelchen. Das klären wir schnell. Bitte hätte ich noch nicht Akku. Was fehlt denn Leder? Muss ich mich verarschen? Schuhe haben sie überstanden. Ach du Arschlochvieh, du. Oh, ich habe aus dem Hals, das ist nicht gut. Zweitausendzweihundert Level, du hast aber echt. Ganz normal hier oben. So, weg, weg. Was haben wir da?
Haut zwar schon, aber es ist auch gar nicht schade. Ich brauche ja noch. Zack, zack. Kann ich dich jetzt reparieren? Ne, da brauche ich noch Holz dafür, gell? Hast du Taschen oder was? Ja, hat er. Todesmutig. Das war auch das Ding. Das Skorpion. 13 und 13,4. Aber doch mal so Rüstungsteil wie. Das ist doch schon wieder schwer. So Rüstungsteile aus Leder oder so, oder vielleicht mal Flak, das wäre eigentlich auch ziemlich cool. Oh! Vor lauter habe ich dann verpeilt, dass die Folge schon rum ist. Knüpple mal noch schnell das Schlängelchen da und das Schlängelchen da. Das sind ja kein Gegner, das sind ja Opfer. Gucken, was in der Tasche drin ist. Scheiß drauf. Stelle fest, dass der Moschops Betäubung hat. Was ich jetzt gar nicht lustig finde. Gut, und dann verabscheue ich mich für diese Folge.